zusammen und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 2. Wir waren im letzten Part stehen geblieben im Kloster von Bakang. Bachang, ich weiß nicht, wie man das jetzt ausspricht. Ich glaube, ich Idiot habe vergessen zu speichern, oder? Hallenschlüssel. Na doch, dann habe ich, glaube ich, gespeichert. Ja doch, ich wollte hier rausrennen. Stimmt, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Okay, da unten kann ich einen Schlüssel reinstecken. Ich denke mir, da runter müssen. Jetzt weiß ich, warum ich hier das letzte Mal so häufig gestorben bin. Wow. That's amazing. Das gibt's doch nicht. Weil sie sich nicht an der Kante festgehalten hat. Ernsthaft? Die Frau macht einen fertig. Und ich kann ja noch nicht mehr sprinten. Der Typ rennt halt immer noch darum. Toll. Weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Bitte bringt mich um. Aber ich kann mir merken, dass da nur ein Mönch ist. Was zum Teufel? Habe ich schon mal eigentlich erwähnt, dass ich Tomb Raider hasse für solche Aktionen? Ich fühle mich gerade dezent verarscht. Das war knapp, würde ich mal sagen. Ah, die Halle ist es wahrscheinlich. Ah, zum Glück. Lara, bist du dumm? Die Frau macht einen fertig. Ich bin tot. Aber die Jungs haben scheinbar nicht gegen mich. Zu meinem Glück. Weil hätten die mich jetzt nur angegriffen, wäre ich angeschissen. Das ist gruselig. Mal hochskippen.
speichern. Alter, lass mich in Ruhe, das ist gruselig. Ich glaube, ich bin eventuell zu weit. Ich glaube nicht, dass ich über den... Nee, komme ich nicht. Was ist denn das für ein Schlüssel? Mal gucken, wie heißt denn der Schlüssel? Kammerschlüssel? Da ist der Seraph abgebildet, lol. Dudes. Dass der ja so ganz gechillt durchläuft, ist aber auch seltsam. Lol, was war denn das jetzt? Ich glaube, das Spiel ist eventuell ein bisschen buggy. Aber nichts und niemand übertrifft AOD. Ich glaube, ihr wisst, auf was ich hinaus will, oder? Ernsthaft? Ich liebe das Spiel. Alter. Als ob Lara so hoch springt. Bevor ich darüber renne, speichere ich erstmal zwischen. Denn ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Und mein Fuß ist gerade eingeschlafen. Oh, das gibt's nicht. Aber wenigstens kann ich meine Stats retten, indem ich jetzt einfach das hier lade. Das ist ein Vorteil an dem Ganzen. Aber wo zum Teufel muss ich diesen Schlüssel einsetzen? A question that I can't answer. My English is on top. Ich weiß. Oh, dieses Geräusch. Ich liebe es. Ich liebe diese Frau für diese Geräusche. Kommentarlos. Ich glaube ja nicht, dass ich hier was machen muss. Alter, der Typ macht mich wahnsinnig. Das ist ja richtig nervig, so wie der mir hinterher rennt. What the fuck? Okay. Da kann ich nicht rein, weil es mich dann wegzieht. Das haben wir im letzten Part schon festgestellt. Vielleicht hat der Schlüssel ja damit was zu tun.
Unwahrscheinlich, aber durchaus möglich. Ich schiebe den Block jetzt einfach mal raus und renne wieder zurück. Vielleicht fällt mir dann was auf, wo der Schlüssel reinkommen könnte. Und so. Wow, Lara. Einfach nur wow. Wo ist denn der Typ jetzt schon wieder? Ach, das sind die Jungs von unten, die hier so laut machen. Wow. Du sollst vielleicht nicht gegen die Mönche rennen, du Depp. Ich finde es auch erstaunlich, dass die Jungs unten mich nicht angegriffen haben. Wobei Lara ihren einen Kumpel umgenietet hat. Wahrscheinlich haben sie es nicht realisiert. Oh lol. Wo kommt dieses kleine Midi-Pack her? I am confused. Vielleicht für das Ding? Tatsache, lol. Warum sehen die Gläser auf dem Tisch so aus, als wären das Bayern-Gläser? Also nicht Bayern München, sondern möglich wie die bayerische Flagge. Das ist merkwürdig. Und endlich haben wir mal so einen Schlüssel.